erstmal bestellt. Nur Benjamin erfüllt den Wunsch, sonst keiner auf der Welt. Dann keine Zaubermelodie, dann wär die Tochter frei. Nur leider macht sie's ihm sehr schwer, er wird es noch bereuen. Benjamin, Benjamin, du hast Glück, spiel doch bitte schön noch ein Stück. Abenteuer präsentierst und niemals den Mut verlierst. Benjamin, Benjamin, du hast Glück, spiel doch bitte schön noch ein Stück. Abenteuer präsentierst und niemals den Mut verlierst. Mit seinen Zaubermanteln fliegen sie nach Afrika und dort lässt sie ihn ganz allein, allein in Afrika. Und ist ne Frucht, die Hörner wachsen lässt, womit er sich zu rächen versucht. Benjamin, Benjamin, du hast Glück, spiel doch bitte schön noch ein Stück. Abenteuer präsentierst und niemals den Mut verlierst. Benjamin, Benjamin, du hast Glück, spiel doch bitte schön noch ein Stück. Abenteuer präsentierst und niemals den Mut verlierst. Am Königshof ist jedermann ne Frucht, es wächst ein Horn. Der König ist im Zorn. Er bietet seine Tochter an, für den der heilen kann. Und wieder war es Benjamin, er war der richtige Mann. Benjamin, Benjamin, du hast Glück, spiel doch bitte schön noch ein Stück. Aber Benjamin blieb nicht lange beim Müller. Er wollte die weite Welt kennenlernen und ging bald wieder fort. Seinen Zaubermantel und seine Zaubergeige nahm er mit. Er wanderte den ganzen Tag durch Wiesen und Wälder, über Wege und Straßen. Kam ein Bote des Königs. Der König will, dass seine Tochter die Prinzessin heiratet. Wer das beste und schönste Essen bereiten kann an einem Tag, der soll die Prinzessin zur Frau haben. Welcher Mann wagt es? Das ist gut, dachte Benjamin. Wenn ich die Prinzessin heirate, dann bin ich ja ein Prinz. Das will ich. Die Prinzessin soll meine Frau werden. Meine Zaubergeige hilft mir ja dabei. Benjamin fragte den Boten: Wo ist der König? Wo ist die Prinzessin? Komm mit, sagte der Bote. Und er führte Benjamin zum Schloss des Königs. Benjamin trat in den Saal. Der König saß auf seinem Thron. Neben ihm die Prinzessin. Er verneigte sich tief vor dem König. Dann sagte dieser: So, tapferer Benjamin, du willst also dein Glück versuchen? Die Aufgabe ist schwer. Viele schon hatten es versucht. Keiner hat es geschafft. Viel Glück, Benjamin. Benjamin nahm seine Geige, spielte und wünschte sich ein festliches Essen. Schöner und reicher, als er es sich selber je ausdenken konnte. Sogleich erfüllte sich sein Wunsch. Die Tische waren bedeckt mit kostbaren Tüchern, so weiß wie Kirschblüten, mit Schüsseln und Tellern, die blinkten wie Spiegel, mit Messern und Gabeln aus funkelndem Golde, mit bunten, duftenden Blumen. Die Köche trugen die feinsten Speisen zu Tisch. Fasanenbraten, Hirschkolle, Rehbraten,
Süße Weide, Königsfassbeete. Blaue Trauben. Kokoswüste, saftige Ananas. Dem König lief das Wasser im Munde zusammen. Solch ein prächtiges Mahl hatte er noch nie gesehen. Zu Benjamin rief er: Benjamin, du hast es geschafft, du darfst die Prinzessin heiraten. Der Prinzessin aber gefiel Benjamin gar nicht. Er hatte keine schönen Kleider an und sah aus wie 1000 andere Burschen auch. Aber tüchtig ist Benjamin doch, dachte sie sich im Stillen. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Wie hast du das gemacht? Ich habe eine Zaubergeige. Gib sie mir. Da hat sie. Die Prinzessin bewunderte die Geige. Dann aber huschte sie fort und versteckte die Geige in ihrem Zimmer. Sie war mit Benjamin immer noch nicht zufrieden und wollte, dass er ihr noch einen zweiten Wunsch erfülle. Benjamin schenkt mir noch etwas. Ich habe einen Zaubermantel, mit dem kannst du fliegen, wo du hin willst. Komm, zeig mir, wie das geht. Sie setzten sich nebeneinander auf den Zaubermantel und Benjamin wünschte sich nach Afrika. Und schon flogen sie weit fort. Ui, wir fliegen über die Wolken. Schau, die Berge, so klein, wie Maulwurfshügel. Die Flüsse sehen aus wie silberne Schnüre. Was ist das für ein dunkler Streifen? Ich weiß es nicht. Er wird ja grün. Schau, das sind Bäume. Viele, viele Bäume. Das ist der Urwald. Wir sind in Afrika. Da senkte sich der Mantel und die beiden landeten mitten in einem Afrikanerdorf. Haku, Maku, Faku, das heißt, hey, ihr beiden, ihr seid bei uns eingeladen. Wir feiern ein Fest. Unser Häuptling, große Trommel, wird 111 Jahre alt. Und schon trat der Häuptling vor. Das war das Zeichen für den Beginn des Festes.
Häuptling trat wieder in den Kreis und rief: Das Fest war also beendet. Es hatte bis tief in die Nacht gedauert. Benjamin war eingeschlafen. Die Prinzessin aber war wach geblieben. Sie nutzte den günstigen Augenblick. Benjamin schläft, das ist die Gelegenheit. Ich setze mich auf den Zaubermantel und flieg nach Hause. Und schon trug sie der Zaubermantel durch die Lüfte. Als dann die Sonne am nächsten Morgen ihre ersten Strahlen schickte, wachte Benjamin auf. Er sah um sich. Oh, wo ist meine Prinzessin? Wo ist sie denn? Er fand sie nicht mehr. Da wurde er sehr traurig. Er packte seinen Stock und das leere Brotzeitsackerl und musste allein weitergehen. Er wanderte viele Stunden und kam zu einem verlassenen Garten. Wunderbare Birnbäume und Apfelbäume wuchsen da. Ging, umso dichter stand Baum an Baum, umso leuchtender hingen gelbe Birnen und rote Äpfel an den Zweigen. Zuerst aß er von den großen roten Äpfeln. Doch da geschah etwas Schreckliches. Er hatte plötzlich fürchterliche Kopfschmerzen und ihm wuchsen Hörner aus der Stirn. Oh weh, bei mir sind Hörner gewachsen. Was soll ich da machen? Keiner hilft mir. Ratlos stand Benjamin im Garten. Da sah er plötzlich auch herrliche Birnen am Baum hängen, goldgelb und riesengroß. Ach, hatte er einen Hunger. Ich sterbe vor Hunger. Soll ich eine Birne essen? Wenn die Hörner noch länger werden? Er überlegte hin und her. Aber schließlich biss er doch in eine Birne. Oh, war die süß und saftig. Kaum hatte er den ersten Bissen hinuntergeschluckt, da kitzelte es ihn am Kopf. Er fasste hin und, oh Wunder! Die Hörner waren verschwunden. Benjamin hüpfte vor Freude in die Luft. Ich habe keine Hörner mehr. Lieber Birnbaum, danke sehr. Und während er tanzte und sang, kam ihm eine Idee. Das sind ja Zauberäpfel und Zauberbirnen, sagte er sich. Und wenn ich damit zur Prinzessin gehe, vielleicht kann ich etwas anstellen, damit sie mich doch heiratet. Der Weg ist ja noch weit. Da wird mir schon noch etwas einfallen. Er pflückte also noch viele Äpfel und Birnen und machte sich auf den Weg. Thank you.
wanderte viele Tage lang. Dann endlich kam er zum Schloss des Königs und rief: Äpfel, schöne Äpfel zu verkaufen. Die Prinzessin war neugierig und wollte sehen, wer da ist. Sie erkannte Benjamin nicht, denn der hatte sich als Obstverkäufer verkleidet. Aber die Äpfel gefielen ihr so gut, da wollte sie auch einen haben. Hastig biss sie in den erstbesten hinein. Sie ahnte noch nichts. War der süß. Sie lief zu ihren Freundinnen. Eine kurze Freude nur. Denn sie bekam gleich darauf fürchterliches Kopfweh. Weinend lief sie zum König. Der aber machte vor Schrecken riesengroße Augen und rief: Holt mir einen Arzt, holt mir den besten Ärzte der Welt. Sofort kam der erste Arzt mit einer Medizin. Er gab der Prinzessin davon zu trinken. Aber die Hörner fielen nicht ab. Der nächste hatte eine Salbe. Er rieb der Prinzessin damit die Hörner ein. Auch das half nichts. Ein anderer Arzt versuchte es mit einer Riesenspritze. Die Prinzessin fiel fast vom Stuhl. Aber die Hörner blieben. Endlich versuchte es einer mit einer großen Säge. Aber so viel er auch sägte und sägte, die Hörner waren zu hart. Der König wusste kaum noch, was er sagen sollte, und rief wutschnaubend: Seid euch zum Teufel! Holt mir einen anderen Arzt! Da kam Benjamin. Was, Benjamin? Du willst uns heilen? Ja, König, ich kann das. Die Prinzessin schämte sich sehr, als sie Benjamin sah. War sie ihm doch davongelaufen? Sie weinte. Aber schließlich fasste sie sich doch ein Herz und bat Benjamin: Gib mir eine Birne, dann will ich dich heiraten. Da hast du die schönste Birne. Ich mag dich ja so gern. Kaum hatte die Prinzessin die Birne gegessen, fielen ihr auch schon die Hörner ab. Alle, die das sahen, waren überglücklich. Benjamin und die Prinzessin feierten nun endlich ihr Hochzeitsfest.